Russland, aus meiner Stadt heißt Perm. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe mich für EWS entschieden, darum, weil eine Freundin von mir hat mir das Programm empfohlen. Sie hat zwar auch, dieses Programm gemacht und das hat ihr sehr gut gefallen und ja, deswegen. Ja, Jugend- und Kulturzentrum, wo ich gerade arbeite, habe ich ausgewählt, weil es in Bayern ist. Und Bayern wollte ich schon lange, schon immer besuchen. Ja, und weil es Jugendzentrum ist mit Kindern und Jugendlichen, wo ich immer schon arbeiten möchte. Machen möchte. Ja, weil ich finde in Schule oder Kindergarten ein bisschen langweiliger als hier und darum. Mein Alltag ist, ich komme im Suits, ich mag alles an, alle Backofen, Fritteuse und so. Ich verkaufe Essen für Kinder, Getränke. Wir haben auch vieles für Freizeiten, und zwar Billard, Dart, Kicker, Playstation wie Internetnutzung. Ja, und ich informiere auch Leute, die zum Beispiel unsere Räume anmieten möchten. Ja, eigentlich vieles. Ja, jede Woche haben wir so ein wöchentliches Angebot. Und zwar zum Beispiel heute machen wir Eis mit Kindern. Das ist komplett kostenlos. Ja, und Kinder natürlich können danach das Eis essen. Mein Projekt gefällt mir sehr gut. Es ist manchmal stressig, aber das macht nichts. Das immer, also überall. Ja, und meine Mitarbeiter sind sehr cool und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Projekt. Mein Plan nach dem Programm ist so, dass ich hier in Deutschland weiter studieren will. Und zwar Masterstudiengang für Chemie. Ich weiß noch nicht, wo ich studieren werde, aber ja, mal gucken. Ein Hund macht in Russland Gav Gav. Eine Katze macht Miau Miau. Fuchs, ich weiß nicht, was macht Fuchs. Okay, vielen Dank. Danke dir.